Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter bei Bridge Constructor. Und wir fleißigen Brückenbauer. Jetzt müssen wir die Prinzessin aus dem Turm retten oder keine Ahnung, was wir damit machen. Baue eine Brücke, um Geschenke zu Baronin Schmalztopf zu bringen. Gib nicht mehr als 41.000 um. Das wird eine lange Brücke wieder werden. So. Kombiniert nun euer Wissen und baut wieder alleine eine Brücke, falls ihr doch Hilfe braucht. Hier kannst du Hinweise für eine Lösung der Brücke in mehreren Stufen ansehen. Der letzte Hinweis zeigt immer die ganze Brücke. Na okay. Ja, wir probieren es mal ohne Lösung der Brücke hier. Einmal. Klar, die normale Fahrbahn müssen wir eh machen. Oh. Na okay, nochmal zurück. Einmal. Und zweimal. Okay, 41.000 haben wir. Das heißt, wir können hier probieren, noch ein bisschen mit Stein zu basteln. Aber nicht zu viel. Und den Rest probieren wir jetzt entsprechend halt mit... mit Holz hier auszugleichen. Das heißt... Das hier sollte die Mitte davon ungefähr sein. Das gleiche zur anderen Seite. So, die hier werden Stützen. Dann brauchen wir hier ein Stützviereck. Einmal. Zweimal. Wenn man einmal so das Grundprinzip von Bridge Constructor sich verinnerlicht hat, dann sollte es eigentlich insgesamt immer ähnlich aussehen. Hier machen wir eine leichte Hebung rein. Das gleiche auf der anderen Seite. So, und jetzt nur noch die Teile verbinden. Somit könnten wir das Ganze sogar nachher überdachen mit ein bisschen Glück. Aber wir probieren erstmal aus, ob das Ganze geht. Das heißt, hier gibt es jetzt... Ganze auf Druck hier. Ja, hier gibt es auch nochmal Druck. Ja, klappt gut. Sieht gut aus. 4, 5, 6. 38.500. Wir haben Baronin Schmalztopf geholfen. Wir haben schon 3 Verbündete für unseren Kampf gegen die Orks gewinnen können. Weiter so! Okay, und morgen kommt hier die mit dem englischen... Ja, wie nennt man das Teil eigentlich? Naja, egal. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Mittelalter bei Bridge Constructor. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Bis dann!